notiert als Besitzerin. Das war schon mal eine sehr schöne erste Diagonale, wirklich mit Schub aus der Hinterhand. Er nimmt den aktiven Trab mit ins Traversieren, jawohl. Schön fließen nach links, nach rechts, sehr gleichmäßig. Gut. Locker pendelnder Schweif, aktiv das Pferd durch den Körper arbeitend. Das war mal eine starke Trabtour zu Beginn. Gucken Sie mal, 78 der Trend unten links im Bild. Locker zwei Hufbreite drüber. Kommt gut aus der Schulter nach vorne raus. Ich sage jetzt nicht, dass er sich heute offensichtlich sehr viel konzentrierter in der Halle fühlt, sehr viel mehr angekommen ist. Das machen wir erst am Ende. Klein angelegt, die Pirouette, jawohl. Ah, erste war besser. Genick darf noch so ein ganz klein bisschen mehr oben bleiben vielleicht. Weicht dann noch so ein klein bisschen aus. Da ist er noch nicht ganz ausgereift in der halben Pirouette, in der Balance. Man hat es auch gesehen, jetzt sieht man es auch. Ne? Da ist er noch so ein bisschen ausweichend mit der Hinterhand. Nimmt die Last noch nicht voll auf. Da wird er ein klein wenig schief. Galoppiert also schon in der Vorbereitung. Ein Stückchen am Gewicht vorbei, wie man so schön sagt. Ist natürlich nicht ganz so anstrengend, verstehe ich aus seiner Perspektive ja absolut, ist aber eben dann doch heute noch nicht ganz so ausgereift. Da waren die Schrittpirouetten schon noch reifer. Das sage ich so, weil wir es sehr oft andersrum erleben. Ah, der will sich hinsetzen, gar kein Problem. Der bietet das auch an, aber noch einmal, Matthias hatte es ja auch schon selber gesagt, der ist ja erst 7, Mensch. Oh, eieiei. Jetzt kommt aber Spannung auf. Jetzt kommt hier gerade sehr viel Spannung auf. Da wird er sehr schief. Puh, Matthias kriegt es noch heil nach Hause, aber das war ein bisschen zaubern, das muss man sagen. Guck mal, zack, ist er wieder bierruhig. Also in der Wechseltour doch noch echt ein bisschen aufgeregt. Ja, ja, ja. Hut ab. Dass er die hier heil nach Hause geritten hat, Hut ab. Die sind natürlich jetzt noch nicht wirklich schön rund durchgesprungen gewesen. Da muss er einfach noch reifer werden, dieser 7-Jährige. Gut, das hat er schon wieder toll rausreiten lassen. Ne? Das hat er schon wieder super gezeigt.
steht schön, steht sehr ruhig. Ah, das ist noch zu groß. Noch nicht ganz ausbalanciert. Und kommt hier aber sehr schön. Holla, voll eine Schippe draufgelegt zu gestern mit tollen Momenten.